Ja, B-Monster am Start für euch. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Dein Weg auf YouTube. Ich weiß, letzte Folge war relativ trocken, weil es halt wirklich bloß sehr viel Theorie war. Aber heute geht es etwas mehr in die Praxis, denn es geht uns heute um das Equipment, was ihr braucht, wenn ihr einen Gaming-Kanal eröffnen wollt. Ihr seht schon zwei Sachen hier. Das ist zum einen meine dreckige Elgato. Das ist die Elgato Game Capture HD. Das ist mein Aufnahmegerät. Damit stecke ich, also hier stecke ich also praktisch meine Konsole rein und stecke das dann in meinen PC. Und das andere ist mein Mikrofon, das ist das T-Bone SC440. Und ja, man sollte immer um Aufnahmegeräte gehen. Das eine ist halt das Equipment, was ihr braucht zum Konsole aufnehmen. Das andere ist das Equipment, was ihr braucht, um eure Stimme gescheit aufzunehmen und noch wirklich in einer guten Qualität aufzunehmen. Und ich habe euch schon ein bisschen was rausgesucht, auch klein mit Preisen dazu. Ich habe hier meine, so rum, meine geilen Einblendungen natürlich wieder, so mit Bild und Preis. Und ich versuche das Ganze auch möglichst bei Amazon unten rein zu verlinken. Und nein, keine Angst, das sind keine Links, wo ich Geld damit verdiene. Das sind einfach bloß wirklich die Produktlinks zu Amazon, also von Amazon direkt die Produktlinks. Das hat nichts irgendwie mit Geld verdienen zu tun, das ist einfach bloß, damit ihr es schnell findet. Ja, wir sollten heute mal um die Aufnahmegeräte gehen zum ersten. Das ist, wie gesagt, die Elgato Game Capture HD mit ziemlich viel Dreckfingern drauf. Um euch mal zu zeigen, wie groß das Ding ist. Das ist mein Handy. Also, mein Handy ist sogar noch ein Stückchen größer als die Elgato, wie man sieht. Und ja, sie ist halt klein und dick. Wie ich. Ne, ich bin eigentlich groß und dick. Und ja, die Elgato kostet derzeit bei Amazon 159 Euro, also 160 Euro. Und ich kann euch das Ding bloß empfehlen. Ich werde auch noch ein Video machen zur Software, weil die Software hat was ganz Geiles drin. Das ist nämlich so eine Art Timeshift-Funktion. Das heißt, ihr nehmt was, also ihr lasst halt die Elgato ganz normal drinstecken beim Spielen. Und wenn ihr jetzt bei MW2 oder bei Battlefield 3 einen übelst geile Killstreak habt und euch denkt so, scheiße, ich habe jetzt nicht auf Play gedrückt, also nicht auf Record gedrückt, dann spult ihr einfach zurück, drückt auf Record, solange ihr die Elgato natürlich eingesteckt habt und die Software anhabt, spult ihr zurück, drückt auf Record und dann macht ihr nochmal die Aufnahme aus und habt halt dieses Stückchen dann recorded. Das ist halt richtig geil, gerade für Battlefield-Spieler. Da braucht ihr halt immer, also nicht immer permanent mitlaufen zu lassen, sondern guckt halt, okay, die Runde, die war ganz geil, die tue ich mir jetzt nochmal rausschneiden und habt dann halt wirklich bloß die Runde und habt dann nicht eine lange 2-Stunden-Aufnahme oder so. Also seht schon, der Elgato hat so softwaretechnisch einige Vorteile. Ich nutze auch selber sehr gerne und ich hoffe halt auch, dass sie mit der PlayStation 4 dann kompatibel sein wird. Ja, zu den anderen beiden großen Aufnahmegeräten, der HDPV R2 Gaming Edition, die kostet 149 Euro, genauso wie die Avon Media Portal, lass mich überlegen, irgendwas mit Portal war das, denn ja, die kostet, ich dachte auch 149 Euro, ich habe sie hier bei Amazon gerade drin, dachte ich. Genau, das ist die Avon Media C875 Live Gamer Portable. Kann halt alles aufnehmen, genauso wie die Elgato, ist halt ungefähr genauso groß. Und Kabel sind typisch auch alle dabei, aber ich kenne mich halt mit HDPV R2 zumindest nicht aus und mit der Avon Media überhaupt nicht. Deswegen, falls ihr eine Avon Media habt oder eine HDPV R2 und ihr wollt ein Video machen, wo ihr diese Aufnahmegeräte vorstellt, und die Software dazu vorstellt, wäre mir sehr persönlich sehr, sehr recht. Das könnt ihr sehr gerne machen. Sprecht es auch bitte vorher mit mir ab. Da könnt ihr es gerne auch bei mir auf dem Kanal hochladen. Ist ja eigentlich so dafür gedacht. Und wie gesagt, ich werde mich dann demnächst an ein Video setzen mit der Elgato. Und ihr seht schon, als Aufnahmegerät habt ihr so eine Preisspanne von 150 bis 160 Euro. Also ihr müsst das auf alle Fälle schon mal vorher investieren. Ansonsten geht überhaupt nichts. Das Praktische bei der Elgato Software ist, das sage ich gleich mit dazu, ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, das ist wiederum das für den dritten Punkt heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Sachen auch gleich aufnehmen mit eurem Audiokommentar. Das heißt, ihr steckt halt einfach das Mikrofon in euren Laptop oder in euren Rechner und nehmt halt praktisch beides zusammen auf. Das kann man dann auch so einstellen, dass halt, wenn ihr redet, das Gameplay praktisch leiser geschalten wird und sowas. Ist für Let's Player zum Beispiel richtig geil. Das spart euch auch Render-Software. Das heißt, ihr nehmt dann praktisch das auf 15 Minuten und ladet es gleich auf YouTube hoch, ohne das irgendwie zu rendern, gleich in perfekter Qualität, so wie es aufgenommen ist. Ist aber wiederum so ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin der Typ Nachbearbeitung, ich mache das gerne nochmal hinterher nachträglich und schneide dann meine Teile daraus. Aber wenn ihr jetzt wirklich keinen Bock habt, euch irgendwie Software zu organisieren, ist es wirklich sehr praktisch. Also das ist wirklich ein großer Vorteil der Elgato. Also ihr merkt, zwischen 50 und 160 Euro habt ihr an Investitionen für ein Aufnahmegerät. Ja, es ist nicht so billig, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, ist halt wirklich, müsst halt wirklich gute Qualität liefern und 720p Qualität ist wirklich das Mindeste, was ihr liefern müsst eigentlich bei Videos, weil unter HD guckt sich niemand groß was an. Tut mir leid, aber es ist leider so. Ja, das nächste,
Das nächste Wichtige, ihr seht schon hier, das ist mein Mikrofon, das ist das T-Bone SC440. Und ihr habt die Auswahl zwischen Headsets und Mikrofonen, Standmikrofonen. Ich war früher immer Verfechter von Headsets, weil ich einfach Konsolenspieler bin und als Konsolenspieler legt man sich ja gerne mal aufs Sofa und nimmt auf. Oder chillt sich irgendwie in seinen Sitzsack. Ich habe hier hinten noch zwei fette Sitzsäcke liegen, werde ich euch bei Gelegenheit mal zeigen. Und dann macht sich das halt ein bisschen mit Headsets geiler. Sehe ich auch ein, wenn ihr da sagt, okay, ich will lieber ein Headset haben. Ich habe es jetzt aber auch für mich gut gelöst, weil ich habe hier eine Schräge, die sieht man hier so, hier genau, hier ist eine Schräge. Da kann ich diesen Schutz hier, also dieses Ding, ich zeige euch das jetzt mal kurz. So, passt auf, hier hinten habt ihr so einen Galgen dran, ganz easy. Und ich stecke den dann immer so an die Schräge dran, da geht das ganz gut. Hinten habt ihr auch meine Klamotten liegen, die ich so noch mit anhab. So, genau. Und da geht das eigentlich ganz gut. Ich bin, wie gesagt, vom Headset auf Standmikrofon gewechselt, weil es einfach qualitativ besser ist. Ihr habt wirklich eine wirklich geile Aufnahmequalität. Ich war so geiles Deutsch heute. Ihr habt eine richtig geile Aufnahmequalität mit Standmikrofon. Ich kann es euch wirklich bloß empfehlen. Und ja, Standmikrofone sind auch nicht so teuer. Moment, meine Kamera noch schon runterstellen. Sind auch nicht so teuer. Das T-Bone hier, was ich habe, kostet 60 Euro. Und mein Handy vibriert. Ungünstig bei der Aufnahme. Es kostet 60 Euro. Dieser Popschutz, den müsst ihr mit dazu bestellen, unbedingt, weil wenn ihr das nämlich ohne Popschutz macht, klingt das nämlich total scheiße. Ich kann ja mal kurz ohne Popschutz reden, Moment. So, ihr merkt jetzt, wenn ich ohne Popschutz rede, dass es halt irgendwie ein bisschen blöd, es klingt einfach blöder, sagen wir es so. Es ist halt wirklich ungefiltert und ich finde halt mit Popschutz klingt das Ganze extrem, extrem besser. Moment. Aber es ist bestimmt übelst das Knirschen haben auf der Tonspur oder so. Ist auch ein bisschen egal, ihr habt es gesehen. Und mit Popschutz und so einem Geigenstativ kostet das Ganze ungefähr 90 Euro. 90 bis 100, 110 Euro. Ich weiß, es ist nicht gerade billig. Die liebe Miss Flaschengeist, also die Genie, hat mir auch empfohlen, das Blue Byte Yeti. Packe ich euch auch mit rein. Das kostet aber alleine. Ihr habt da so einen Tischstandfuß. Also wenn ihr das auf den Tisch stellen wollt, gerade für PC-Spieler ist es vielleicht ganz praktisch. Habt das praktisch so mit integrierten Tischstandfuß. Und das kostet auch 130 Euro so. Und dann nochmal ungefähr so 30 Euro kann man sagen, 30 bis 50 Euro mit so einem Geigenstativ und mit Popschutz. Das seid ihr insgesamt 180 Euro, also das ist schon mal das Doppelte, was dieses T-Bone hier kostet. Ist wie gesagt eine Investition, YouTube, ihr müsst wirklich ordentlich Kohle reinstecken erstmal, bevor ihr überhaupt was habt zum Aufnehmen. Und es gibt noch eine Alternative, das sind Headsets. Die sind teilweise ganz billig, da hat man nämlich auch die liebe Miss Flaschengeist, Grüße an der Stelle, Grüße! Die Plantronics Gamecom empfohlen. Das sind zwei Headsets. Einmal das Gamecom 380, das kostet ungefähr 26 Euro bei Amazon. Und das 780, das kostet 54 Euro bei Amazon. Ist halt ein Gaming-Headset, auch mit einer guten Aufnahmequalität. Und ihr seht schon, das ist halt so ein Unterschied, ob ihr insgesamt für alles drum und dran 200 Euro ausgibt oder erstmal so 300 Euro ausgibt. Das ist halt euer Budget, was ihr euch setzen wollt. Ich sag mal so, günstige Capture-Karten und sowas, also was ihr halt im PC einbaut, gibt's halt auch. Aber ich mag halt solche externen Geräte weitaus lieber, weil ich halt einen Laptop habe zum Aufnehmen und ich behalte auch meinen Laptop. Also ich habe keinen Desktop-Rechner, ich habe halt bloß einen Laptop. Und ja, alles andere, was so USB-Grabber sind, hier so mit Scott-Anschluss, lasst gleich liegen, Leute. So ein 10-Euro-Grabber bringt euch einen Scheiß aus, einen Haufen Scheißqualität. Also das bringt's überhaupt nicht. Darum, ich würde euch wirklich raten, entweder Elgato, HDPVR oder Avamedia. Wie gesagt, alles unten drin verlinkt. Dann als Standmikrofon das T-Bone SC440. Ist wirklich das anfängerfreundlichste Mikrofon. Gute Qualität, alles läuft mit USB-Anschluss. Oder das Blue Byte Yeti, auch mit USB-Anschluss. Ist halt ein bisschen teurer. Ich könnte euch jetzt so das Rode NTH1 hier verlinken. Aber was wollt ihr mit einem Mikrofon, was über 200 Euro kostet? Das bringt euch auch nichts. Und als Headset halt das Plantronics Gamecom 380 oder 780 für 26 oder 54 Euro. Das sind so die Sachen, die ihr braucht zum Aufnehmen. Was ihr dann für Software braucht, dazu komme ich jetzt. Ja, wenn ihr das Zeug nicht mit Elgato bearbeitet und per Elgato dann gleich hochladet, braucht ihr halt ein Renderprogramm. Ihr könnt den Movie Maker nehmen. Was da für Qualität rauskommt, ist halt die Sache. Ihr könnt Camtasia nehmen, kostet aber auch. Ich sag's mal so, alles was kostet, kann man sich auch anderweitig beschaffen, nenne ich das einfach mal. Wer deine Suchmaschine bedienen kann, wird jetzt wissen, was ich meine. Und ja, ich nehme Sony Vegas.
zum Rendern von meinen Videos ist für mich das nicht einfachste, aber es ist für mich das umgangsfreundlichste. Ich kenne mich damit aus, ich weiß, was ich machen muss, ich kann damit auch was Neues ausprobieren. Und ja, es ist einfach anfängerfreundlich und auch für Fortgeschrittene kann man da auch ganz schön was draus zaubern. Ihr könnt euch natürlich auch Adobe Premiere, glaube ich, runterladen. In der Testversion erstmal und dann halt, naja, ihr kennt das. Und das sind so die Video-Software-Programme, die ihr nutzen könnt. Also Camtasia zum Rendern, Windows Movie Maker zum Rendern, hat aber als bisschen eine schlechte Qualität, sag ich euch gleich. Sony Vegas hat eine gute Qualität bei den Ergebnissen vom Rendern und Adobe Premiere. Ich hoffe, ich kriege demnächst noch ein Tutorial für Adobe Premiere. An Sony Vegas Tutorial setze ich mich selber, zeige ich euch das Wichtigste, Titel einfügen, schneiden und sowas. Und wie auch mal, wenn das Programm abstürzt, ganz einfach das wiederherstellen können, wo ihr wart. Ja, Bildbearbeitung. Bildbearbeitung ist deshalb wichtig, wenn ihr irgendwelche Titel einfügen wollt, wie ich es immer mache, oder wie diesen Kasten hier. Das habe ich halt im Photoshop gemacht. Ihr könnt euch auch GIMP runterladen. GIMP ist praktisch die gleiche Funktion wie Photoshop, aber halt kostenlos und ihr müsst euch halt Photoshop nicht extra. Ihr kennt das. Ich will es jetzt nicht extra explizit sagen, aber wisst, was ich meine, denke ich mal. Und ja, das sind halt so die Sachen für Bildbearbeitung. Könnt ihr da auf eure Thumbnails erstellen, wie ich es halt immer mache. Und alles drum und dran. Also ich würde euch raten, am Anfang holt euch erstmal GIMP, kommt erstmal damit klar und dann könnt ihr euch eventuell noch Photoshop organisieren. Ja, bei der Audioaufnahme ist es eigentlich ganz easy. Da gibt es eigentlich Audacity als kostenloses Programm, was halt wirklich sehr viele Möglichkeiten hat zur Nachbearbeitung. Ich werde euch auch mal ein einfaches Tutorial zeigen, was ihr halt wirklich machen könnt, damit eure Stimme wirklich besser klingt. Dieses Rauschen entfernen, dass es ein bisschen kräftiger klingt, eure Stimme. Und das ist es einfach. Also ihr braucht ein Aufnahmegerät, wie gesagt, sowas wie die Elgato hier, Elgato, HDPVR oder auch Media. Ihr braucht ein Mikrofon, ein Headset oder ein Standmikrofon, wie ich es hier habe. Das ist halt euch überlassen. Ich würde euch raten, holt euch zum einfach wirklich ein Headset, da kommt ihr erstmal billiger. Das könnt ihr auch später noch nachholen, wenn ihr jetzt merkt, es macht euch Spaß, ihr habt vielleicht Erfolg damit und habt einfach Bock da drauf, dann spart ihr halt eure 90 Euro mal für so ein T-Bone. Das ist ja kein Ding. Aber halt, ihr könnt euch wirklich zum Anfang ein Headset holen. Ich habe auch normal angefangen und ich sag mal so, eine Steigerung ist dann auch schon sehr schön, wenn man das dann auch merkt, wenn man die Leute abonniert. Und ja, halt Software, Sony Vegas, wie hieß es? Microsoft Movie Maker, genau. Dann Adobe Premiere oder Camtasia, wie gesagt, Camtasia, Adobe Premiere oder Sony Vegas müsst ihr euch dann halt organisieren. Zur Bildbearbeitung reicht GIMP erstmal komplett aus, ansonsten dann später Photoshop und halt Audioaufnahme, Audacity zum Nachbearbeiten geht Audacity auch perfekt. Und das war's eigentlich. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wir wissen, was wir machen wollen auf unserem Kanal, wir haben unsere Software, unsere Hardware haben wir jetzt alles schon da und in den nächsten zwei Folgen geht es erstens darum, wie finde ich einen Namen für meinen YouTube-Kanal mit speziellen Gast, mit richtig geilem speziellen Gast. Und in der anderen Folge geht es darum, wie komme ich auf eine eigene Begrüßung? Man kennt das ja hier, der Osten meldet sich zurück. Hallo, ist der Friseur oder hallo, Jungs und Mädels, hier ist der Max. Und ja, da rede ich mit meinem speziellen Gast zwei Folgen lang drüber. Über erstens den Namen und zweitens die Begrüßung. Das solltet ihr für keinen Fall verpassen, das wird nämlich richtig lustig. Und ja, das war's für diese Woche. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wenn ihr jetzt bis zum Ende geguckt habt. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie gerne rein. Ich kann euch nochmal ein paar Tipps geben dann eventuell. Oder wenn ihr irgendwelches Equipment habt, was ihr benutzt, was halt wirklich qualitativ hochwertige Sachen leistet, dann schreibt es halt in die Kommentare rein. Ich tue es dann mit verlinken und mache vielleicht nochmal ein extra Video von Zuschauern, was ihr so für Equipment habt. Und ja, ich denke mal, das war's jetzt erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.